Hallo und herzlich willkommen bei den Tasting Bunnies. Ich bin Martin und heute stelle ich euch einen dritten Whisky von dem unabhängigen Abfüller Praban von der Isle of Skye vor. Und zwar heute gibt es einen Poitel Dub, wie viele sagen würden, aber heißt Pochgu im Gälischen. Ein 43%iger Single Malt Whisky, den es für ca. 30 Euro für 750 Milliliter gibt. Ja, wir haben einen nicht kältefiltrierten, aber gefärbten Whisky. Er ist schon relativ dunkel gefärbt. Zur Bedeutung von Pochgu, es heißt so viel wie schwarzer Pot oder nicht genehmigter Still, also die Schwarzbrennerei. Ja, da hat er wohl seinen Ursprung drin. Schauen wir mal, was wir dann jetzt hier bei dem 8-Jährigen, der das schon so dunkel ist, zu erwarten haben. Ja, Rauch haben wir, Malz, ja, eine Süße werden wir haben, auch beim Schmecken gleich. Eine leichte Nussnote. Na, ich bin gespannt. Cheers. Kräftiger Körper. Mittelschwer. Voluminös. Hat eine Torfnote drin. Eichenfass riecht man und schmeckt man raus. Schmeckt man vor allen Dingen. Eine leichte süßliche Feigennote. Macht ihr das auch so, dass ihr einen 8-jährigen Whisky mindestens 80 Sekunden im Mund behaltet oder behalten wollt und einen 20-jährigen Whisky eher 20 Sekunden, also pro Jahr eine Sekunde? Schreibt es mal in die Kommentare. Schwören ja viele Whisky-Kenner drauf. Auf diese Grundregel. Mir persönlich ist es eigentlich egal. Ich mache das immer so lange, wie ich möchte. Und es mir schmeckt. Aber das ist ja sicher jeder anders. Also im Abgang ist er lang. Wesentlich länger als der Chai Weh oder der McNamara, den wir schon von Praban hatten. Rauchig und eine ganz tolle Sherry-Note im Abgang noch drin, und der Sherry bleibt lange präsent mit dem Rauch. Naja, hinten raus schmeckt ja schon sehr gut. Für einen 8-Jährigen durchaus empfehlenswert. Ja. 43% Volumenalkohol stehen ihm auch gut. Für meine Begriffe könnte er auch noch ein bisschen mehr. Und dann könnte man noch ein bisschen spielen mit ihm. Ja, doch. Also mir gefällt er schon ganz gut. Das ist so ein Mittwochsabend-Whisky. Ja. Ja, was... sagt ihr dazu? Kennt ihr Pochgu schon oder ist das gänzlich was Neues gewesen? Schreibt es mal in die Kommentare. Teilt, liked und kommentiert gerne. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keins mehr der Videos. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, tschüss.